Es ist ja dann doch auf Madeira tatsächlich heiß hergegangen, Leute. Und ich würde gerne noch ganz kurz, bevor wir jetzt hier in den Stream starten, eventuell die letzten abschließenden Worte dazu sagen, die, glaube ich, noch nicht bei allen Leuten so angekommen sind, weil nicht jeder mir auf Twitter folgt, was ein unglaublicher Fehler ist. Ja, Mann, was soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall leider viel zu hochgeschlagen alles und das ist immer noch ein bisschen ein Ding, was mich leider ein Stück weit beschäftigt, beziehungsweise zum Glück mich beschäftigt. Ich habe damit irgendwie einiges so im Hinterkopf rumgeficke. Ich denke mir immer noch die ganze Zeit so, buff, war das alles nötig und pipapo. Nee, war es eigentlich nicht. Hinzu kommt, dass heute Valentinstag ist und das sowieso, glaube ich, für die meisten Leute hier, mich eingeschlossen, ein extrem beschissener Tag ist und wir dann was Besseres draus machen können. Ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Mucke an, kleinen Moment. Ja, Mann, was soll ich sagen, Leute? Also, heute generell erstmal Valentinstag, Forever Alone Day. Ich denke mal, der ganze Community geht es ja ähnlich wie mir. ja, Mann, Madeira, Alter. War an sich echt eine ziemlich geile Zeit, muss ich sagen. Hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, Mann. Ich habe es wirklich eigentlich echt genossen. Bis dann zu dieser ganzen Eskalation. Der Abend. Sambleboat, danke schön für deinen Sub. Hey, du, Taxi, danke schön, True Gaming, danke für euren Subs. Der Abend an sich, Leute, der Abend an sich auf Madeira, wo das Ganze passiert ist, ja. Ich habe mich noch gar nicht so richtig ausführlich dafür geäußert, so. Ich habe auch keine Ahnung, ob D-King das hier auf Revigang hochlädt. Eigentlich würde ich es nicht hochgeladen haben wollen, weil mir sonst wieder irgendwie unterstellt werden würde. Pipapo, klick geil. Auf der anderen Seite, wenn ich es nicht tue, tut es eh irgendein Random-Kanal. Deshalb. Do it, Mann. Ja, Mann, der Abend, wo das Ganze passiert ist, ist jetzt ungefähr, ist jetzt, glaube ich, genau eine Woche her. Diese ganze Geschichte mit Abdel und Tanzi und sowas, viel zu hoch gekocht. Da an der Stelle wirklich nochmal, und das meine ich jetzt komplett ernst, auch wenn das viele mir nicht abkaufen würden, weil ich zuerst ein bisschen gefrontet habe, ein komplett ernst gemeintes Shoutout an Monte und Stay, die sich wirklich darum bemüht haben, das irgendwie vernünftig zu klären und aufzulösen. Ich habe auch bei mir super viele Leute bekommen, reinbekommen, die geschrieben haben, yo, wieso gibst du den Props? Das sind doch Zecken, das sind Blutsauger, die sich jetzt hieran bereichern. An der Stelle, Leute, ich glaube nicht, dass ein Montana Blacks nötig hat, sich an dem Beef zu bereichern. Sicherlich war das ganz nice, das Stream-Content für ihn. Und trotzdem glaube ich aber, dass wir ohne sein Einmischen tatsächlich das Ganze nicht so gut hätten klären können. Das muss man einfach mal sagen. So, das ist die erste Sache. Stay an der Seite nochmal ein deutlich größeres Shoutout an ihn. Stay war nämlich ziemlich, ziemlich sachlich bei der ganzen Geschichte dabei und hat sich wirklich bemüht, das irgendwie auf sachliche Argumente runterzubrechen und sowas. Ja, all in all, Alter, das ganze Ding ist viel zu groß gewesen. So. Ich habe von Anfang an gesagt, so fucking Rassismus-Debatte und sowas. Brr. Also war halt nicht nötig. Markus, danke für den Sub. Rassismusdebatte auf Tanzverbot und sowas zu schieben hier, war ja komplett useless. Hätte einfach nicht sein müssen so. Das hat man am Abend selber gemerkt. Ich habe ja auch bereits in diesem Statement-Video gesagt, dass das für mich komplett nachvollziehbar ist. Was ein bisschen schade war, dass das Statement-Video später in die Trends gekommen ist. Weil da super viele Leute draufgekommen sind, die, glaube ich, gar nicht den Background hat und einfach nur blind Hate da gelassen haben. So, ich glaube, das ist mit mein meist gedislikedes Video. Nicht, dass mich die Dislikes an sich triggern würden, sondern primär halt die sehr, sehr, sehr irrationalen und schwachsinnigen Kommentare, wo ich mir teilweise denke, so, brr, ich glaube, ich habe das Ganze nicht so wirklich verstanden. Ja, ich muss ehrlich sagen, Alter, ich muss ehrlich sagen, so, ich bin davon wirklich ein bisschen mitgenommen worden, hat mir wirklich ein bisschen die Stimmung gekillt in Madeira. Ich glaube aber, dass es da Tanzi noch viel, 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 viel schlechter ging. Und ich mich hier auch schon, ich habe ihn am Abend selber nochmal gesehen, habe da nochmal gesagt, yo, hoffe jetzt alles soweit cool, big time sorry, habe mich per WhatsApp nochmal bei ihm entschuldigt und sowas und bin da echt leider ein bisschen zu sehr oder bin da nicht leider ein bisschen, sondern bin da zu sehr auf Abdels Seite gewesen und habe das ein bisschen durch die freundschaftliche Brille getrübt gesehen, was glaube ich auch nachvollziehbar ist, wenn man jemanden als Freund hat. Ich glaube mindestens 60% der Leute hätten genauso gehandelt, wenn sie mit jemandem so befreundet sind. Das ist aber für mich trotzdem kein Argument, dass ich mich da ein Stück weit falsch verhalten habe und im Stream halt ein bisschen zu emotional gewesen bin. Monte hat das auf jeden Fall, wie gesagt, ganz gut geklärt. Ich bin eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ein super, super rational und sachlich denkender Mensch. Das wurde mir seltsamerweise auch vorgeworfen, so als Front, so deine Sachlichkeit stört. Also, okay, Bro, okay, weiß ich jetzt nicht. Wie stehe ich jetzt zu Abdel? Das ist eine sehr gute Frage, Alter. Also Abdel und ich haben immer noch Kontakt, so ist es nicht so. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie das damals ausgesehen hat, Alter.
mit dieser ganzen Geschichte von damals. An der Geschichte jetzt hier, wie gesagt, ich sehe beide immer noch ein bisschen in der Provokationsrolle. Nur, dass Tanzi da wirklich, und das meine ich jetzt nicht bezogen auf mich, sondern primär von Abdel und Simon, glaube ich, ein bisschen zu sehr hops genommen worden ist. Weil Abdel da, glaube ich, bei Simon Dinge gesagt hat, die so nicht hundertprozentig real waren. Ich mich da weitestgehend bei der ganzen Geschichte zumindest vorerst rausgehalten habe und gesagt habe, ey, ich sag dazu nicht so, macht ihr mal euer Ding so. Und Simon dann aufgrund von den Informationen, die er hatte, so reagiert hat im Stream. Deshalb ist das so hochgekocht, glaube ich. Deshalb ist das überhaupt so hochgekocht. Schade fand ich, wie gesagt, echt ein bisschen, dass man das nicht hat einfach so geklärt untereinander. Tanzi hat das Video gemacht, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, also ich bin immer ein Freund davon, sowas einfach off-camera zu klären. So. Und ich glaube auch, das ist auch so ein Ding, super viele Leute unterstellen mir jetzt so ein bisschen diese Klick- und Beef-Geilheit, obwohl ich damit nichts zu tun hatte. So, Leute, Real Talk. Ohne mich wäre diese ganze Geschichte leider gar nicht passiert, weil ich zu Abdel gesagt habe, hey, erstmal, Tanzi hat Geburtstag, gratulieren doch. Und ich habe zu Tanzi gesagt, yo, Tanzi, wir sind hier unterwegs in Funchal, komm doch vorbei. Und Tanzi ist dann vorbeigekommen irgendwie. Ja, ist halt blöd gelaufen einfach. Ist einfach ziemlich, ziemlich dumm gelaufen so. Ich fand es auch echt ein bisschen dumm, dass ich mich theoretisch noch erklären habe müssen. Also, dass ich gesagt habe, ey, dass ich dieses Video machen musste. Der schreibt doch gerade jemand im Chat, ohne das Video wärst du nie rausgekommen, wärst du unrecht gehatet worden. Ja, trotzdem bin ich eigentlich kein Freund von so YouTuber-Entschuldigungen. Das ist für mich mehr so ein Meme. Und jetzt bin ich in der Lage gewesen, dass ich halt eine machen musste, so. Einfach um zu sagen, ey, klare Front, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich will hier keinen Hate sehen, so. Ich habe mich da falsch positioniert, obwohl ich die Sache sachlich ganz anders auf Twitter beschrieben habe, habe ich trotzdem zu Abdel gehalten. Was auf der emotionalen Ebene vollkommen nachvollziehbar ist, weil es halt ein Freund von mir ist, auf der sachlichen Ebene, auf der ich aber eigentlich stehe, relativ sinnfrei gewesen ist. Auf der sachlichen Ebene, ganz neutral gesehen, haben sich beide nicht richtig verhalten. Und dass das Wort Kanackengehabe, ich spreche es jetzt hier einfach straight up aus, so groß gemacht worden ist, ist der letzte Bullshit. Ja, also wie gesagt, Tanzverbot ist bei weitem kein Rassist, so um Gottes Willen, Alter. Das ist ein so netter und lieber Kerl, der super, super offen gegenüber allen Leuten, die er da das erste Mal getroffen hat, aufgetreten ist. Ja, wisst ihr, was ich meine? Deshalb ist das völlig falsche Fass, was da aufgemacht worden ist. Und ich glaube auch deshalb ist das Ganze so hochgeschwappt. So, ihr sagt gerade im Chat, so, das Thema sollte abgehakt werden. Ihr habt komplett recht. Ich war nicht betrunken. Ich war weder an dem Abend besoffen, noch an dem Abend, wo ich im Stream war. An dem Abend im Stream war ich einfach nur enttriggert von der Sturheit von beiden Seiten und habe mich da ein bisschen mit reinziehen lassen, was saudumm war. Aber ich war nicht betrunken. Wieso geht's denn immer noch darum? Weil ich noch meine letzten Worte dazu gesagt haben wollte. Genauso wie, Leute, ey, es ist so unreal, Mann. Leute haben mir wirklich geschrieben, hast du tatsächlich 400 Immobilien? What the fuck, Mann? Wenn ich 400 Immobilien, Leute, hätte, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich in der Woche vielleicht noch ein Video machen oder zwei Videos machen, die ganz, 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 ganz anders aufsehen. Wurdest du bedroht? Nein, ich wurde nicht bedroht oder sowas. Ich habe ein paar Hate-DMs bekommen und sowas, wo ich mir dachte so, okay, bisschen crazy, Alter. Wo Leute wirklich gesagt haben so, yo, du heuchlerischer Hurensohn, ich wünsche dir den Tod, wo ich mir so dachte, okay, sehe ich jetzt nicht so die Rolle. Aber ja, wenn ihr der Meinung seid, bitteschön, dann ist das so. Warum ist der Vive nicht mehr da? Vive ist früher abgehauen tatsächlich und hatte dann tatsächlich keine Zeit mehr. Der Urlaub an sich war super, super schön. Abgesehen von dieser ganzen Geschichte hat es echt Spaß gemacht. So. Es hat mich wirklich, muss ich ehrlich sagen, echt mental so ein bisschen runtergezogen, weil das halt eine Sache war, die ständig irgendwie so im Hinterkopf mit war. Plus auch noch der ein oder andere Kopfweg, der hier in der Heimat passiert ist. Und noch 10.000 andere Sachen, die parallel gewesen sind. Deshalb, ja, Mann. Bisschen schade, dass das so gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie stehst du jetzt zu Ungarn? Bist du jetzt abgelenkt, auf die Insel zu gehen? Also, ich dahin ziehen, muss ich ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich den ersten Tag auf Madeira bin, denke ich mir so, ich denke mir direkt einfach, wisst ihr, ich bin wirklich 4 Stunden da und denke mir so direkt, ich ziehe nach Madeira. Ja, das denke ich mir dann, aber wenn ich da mal eine Woche da bin, denke ich mir so, keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nächsten Monat nochmal da mit meinen Eltern und schau mal tatsächlich,
ob das was für mich ist. Ich kann es noch nicht sagen, Mann. Ich kann es noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das... Scheiß Musiker. Bro, ich bin ein Gott mit dem Akkordeon. Schweig still, Mann. Ja, Digga, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, Mann. Ich kann schwer sagen, Bilokai, Digga. Dankeschön für den Resub. Ich kann es nicht sagen, Mann. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Bock auf Madeira habe oder nicht. Schwierige Geschichte, Mann. Schwierige Geschichte. Ich habe echt die Angst, dass wenn ich da bin, dass ich da ein bisschen lost bin und mir da ein bisschen zu langweilig ist. Auf der anderen Seite ist es halt schon echt schön da. Man kann sehr viel machen. Madeira keine Steuer ist aber für mich auch kein Argument. Wisst ihr, Leute, so Steuern und Geld und Finanzen und sowas, das ist eine Sache, ja? Aber für mich ist die Lebensqualität, deutlich, deutlich wichtiger. Der Gott Wieland, Franzi und sowas, danke für die Subs. Für mich ist die Lebensqualität deutlich wichtiger. Auf Madeira scheint ständig die Sonne, saugeil. Auf Madeira ist alles günstiger. Wieder ein finanzieller Faktor, zählt zur Lebensqualität dazu, saugeil. Auf Madeira hat es Simon. Auch wenn ich das jetzt hier, ich mag Simon sehr gerne, saugeil. So, ich sehe Simon viel zu selten, ich finde es saugeil, wenn er da ist. So, wieso ist der Fokus eigentlich immer... Ah ja, okay, jetzt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob die Lebensqualität tatsächlich, abgesehen vom guten Wetter und dem nicen Feeling der Einwohner und weniger eventuelle Belästigung in die Privatsphäre durch Fans und sowas, weniger ist. Heute schon wieder so ein Moment gewesen, Leute. Ich bin im Büro gewesen, so. Ich steige aus der Tür vom Büro, wahrscheinlich, oder? Ich gehe aus dem Büro raus, ein Schulbus kommt vorbei und meine erste Reaktion, die ich halt habe, ist wirklich Kapuze rauf und die hier so. Weil ich halt wirklich keinen Bock habe, dass mich 40 Leute vor der Tür erkennen, wo ich arbeite. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so ein Kopffick, der hier in Deutschland mitgeht. So, wisst ihr, was ich meine? Weil das schon mal passiert ist mit dem gleichen Schulbus, der immer zur gleichen Zeit kommt. Mittlerweile sollte ich auch wissen, dass der da hält. Aber ja, wisst ihr, was ich meine? Das habe ich halt in Madeira nicht. Beziehungsweise, wir sind in Madeira auch angesprochen worden, aber super, super wenig. Wisst ihr, was ich meine? Also, da war wirklich echt nicht viel gebacken, so was das angeht. Deshalb, keine Ahnung. Reefed, auf jeden Fall. Reefed ist auf jeden Fall für mich ein Grund, nach Madeira zu ziehen. Ja, genau, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, Alter. Das Ding ist auch so, wenn ich jetzt ehrlich bin, so nach Madeira zu ziehen, also ich würde halt mein Team mitnehmen wollen, so, und ich habe auch ein paar Leute, mit denen ich überlegt habe, Fritz, Dave, eventuell so ein Streaming-Haus zu machen, fände ich übergeil, ich bin ein sehr, sehr gesellschaftlicher Mensch, aber mittlerweile bin ich auch ehrlich, Leute, ich habe mein Leben diesem Job verschrieben und bin die ganze Zeit in so Gemeinschaften gewesen, also sprich, YouTube-Haus war ein sehr, sehr geiler Zeit, war eine sehr, sehr geile Zeit, aber wirklich der belastendste Kopffick meines Lebens. UFO war geisteskrank. Jetzt hier mittlerweile geht es, wie gesagt, wir haben hier nur unser Management drin, mein Team. Mo und Joe, die sind ja auch hier weg aus dem Büro. Und zwischendurch kommen mal Künstler vom Label vorbei, wie T, Adi, Wavy und sowas. Das ist es halt so, das ist ein bisschen was anderes. Aber ich wüsste Real Talk nicht, ob ich nochmal in so ein Streaminghaus ziehen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine ziemlich krasse Entscheidung, so man gibt halt viel Privatsphäre auf. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer eine super geile Sache für Content und sowas und darauf habe ich natürlich Bock, geilen Content erster Linie zu machen, so. Aber ob das was für mich ist, ich kann es nicht sagen, Mann, ich weiß es nicht, Alter. Deshalb, ja, es hat immer sein Pro und sein Con, so, wisst ihr, was ich meine? Einfach wie Montan Haus kaufen, Gamingzimmer. Leute, ich weiß nicht, ob ihr hier unten mein Gamingzimmer kennt. Wir sind immer noch im Bau. Der Schrank ist jetzt diese Woche gekommen. Ich habe hier ein Zimmer für knapp einen niedrigen sechsstelligen Betrag eingerichtet mit allem drum und dran. Ich habe ein Gamingzimmer so. Ich habe hier ein geisteskrankes Gamingzimmer, was alles bietet. Das ist auch nochmal so ein Grund. So, will ich jetzt umziehen, wenn ich hier gerade erst Fuß gefasst habe? Wisst ihr, was ich meine? Kein Plan, wirklich. Plus, was auch für mich eine Entscheidung für Madeira, gegen Madeira eventuell ist, dass ich den Bezug zu meinem Management ein bisschen verlieren würde, weil alles nur via WhatsApp laufen würde. Plus, Rias, Kuss geht raus an dich. Plus, ich tatsächlich sehr viele Geschichten hier vor Ort habe. Ich habe hier ein Label, eine IT-Firma, das Musiklabel halt. Ich habe meine 400 Immobilien, Keppo, hier vor Ort. Ich habe
super viel an Business-Kram hier so vor Ort laufen, den ich hier habe. Deshalb ist das so. Warum dann Greenscreen? Malaka, das ist kein Greenscreen. Das ist einfach eine Leinwand, die ich hinten gespannt habe, die von hinten beleuchtet ist so. Kein Plan. Deshalb, was ist mit Monto, du Dummer? Ja, was soll mit Monto mir sein, Alter? Ich glaube, ich kann noch mal ganz kurz hier WhatsApp rezitieren. Ich mache jetzt hier keine Sprachmemos an oder sowas. Das muss nicht sein. Aber wir haben hier noch mal hin und her geschrieben und sowas. Ja, ich kann jetzt hier nichts... ich will jetzt keine Memos leaken oder sowas. Aber, Wir haben auf jeden Fall keinerlei großartige Differenzen oder sowas. Also es ist alles cool zwischen uns und es ist alles nice und es ist alles clean. Also gar kein Stress so. Ja, was soll ich sagen? Also zwischen Mont und mir alles cool so. Ich will ihm nichts Böses und er will mir nichts Böses. Er meint, ich bin ein korrekter Typ. Ich finde Mont immer noch einen korrekten Typ. Obwohl es immer wieder die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gibt. So, es gibt ein paar Dinge, da sind wir nicht konform. So, das ist aber normal. Das sagt man sich dann und dann passt das so. Von daher so viel dazu.